Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Ich wollte meinen Sound noch mal ein bisschen leiser machen, ne? Verdammt. Geht das hier überhaupt? Ich weiß es nicht. Na, wie die Zeit vergeht. Es wird schon dunkel. Jo. Und wir haben noch nicht einmal ein Dach über den Kopf. Na dann, schlafen wir heute wohl besser unter freiem Himmel, wa? Jo, machen wir. Hier draußen ist es aber sehr frisch. Was ist zuerst zu tun? Genau, wir müssen ein Haus bauen. Na, in der Tat. Nicht auszudenken, wenn es jetzt auch noch zu regnen anfangen würde. Hauptsache, wir sind erstmal vor Wind und Wetter geschützt. Ja, lass uns morgen darüber nachdenken, ein Haus zu bauen, okay? Gute Nacht, Doki. Gute Nacht. Schlaf gut. Oh, Moorlord. Ja, guten Morgen. Ich wollte mal schauen, wie es euch geht. Habt ihr gut geschlafen? Ja, guten Morgen, Moorlord. Viel geschlafen haben wir nicht gerade, nein. Es war einfach zu kalt. Ringsum waren einfach nichts, was einen Schutz vor dem kalten Wind hätte bieten können. Ja, deshalb sollten wir uns so schnell wie möglich ein Haus bauen. Nur, wie stellen wir es am besten an? Nichts leichter als das. Ich kenne noch jemanden in Raststadt, der bei euch dabei behilflich sein könnte. Echt? Aber sicher doch. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als den Baumeister zu bitten, sich der Sache anzunehmen. Raststadt ist gleich um die Ecke. Warum geht ihr nicht gleich mal zu ihm? Gerne doch. Lass uns gleich losgehen, Doki. Bitten wir ihn, uns ein Haus zu bauen. Ja, machen wir. Danke, Moorlord. Hier entlang. Dieses Grundstück ist wirklich unglaublich weitläufig. Hier entlang. Moor, 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 moor. Moor, 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 moor. Diese Straße benutzen hunderte reisende Pokémon. Daher entstand an diesem Ort Raststadt, wo sich müde Pokémon von den Strapazen ihre Reise erholen können. Es ist gleich dort vorne. Lass uns mal hingehen. Okay. Alles, was du sagst, Moorlord. Wenn du nicht wieder zu singen anfängst. So, da wären wir. Herzlich willkommen in Raststadt. Sieht ja schön aus hier, ne? Oh, mit dem Wasserfall und der Brücke darüber. Schön. So lebhaft habe ich es hier noch nie, habe ich es mir nicht vorgestellt. Überall, wo man hinschaut, herrscht geschäftiges Treiben. Dieser Ort ist für sein kristallklares Quellwasser berühmt. Reisende trinken dieses Wasser, um ihren Durst zu stillen und sich für die weitere Reise frisch zu machen. Das wird auch der Grund sein, weshalb es hier viel von Pokémon nur so wimmelt. Zudem stehen den Besuchern hier allerlei Einrichtungen zur Verfügung. Oh, was ist das? Diese geheimnisvolle Truhe etwa heißt ihrem Verwendungszweck entsprechend. Lagertruhe. Die Abenteurer können hier Geld oder Items ablegen und wieder an sich nehmen. Okay, war das nicht geklaut? Das ist einer von vielen Läden. Hier kann man kaufen, was das Herz begehrt. Es gibt auch noch eine Herberge, Sammlungsräume, vieles weitere mehr. Bist du ein bisschen müde, Moorlord, oder? Ja. Zögert nicht, alle Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Nee, was soll das? Du bist doch gerade voller Absicht in den Schrank gerannt. Das hat wehgetan. was? Ich habe dich doch nur gestreift. Du hast überhaupt keinen Grund, hier so rumzulachen. Hört du mich auch? Was ist denn bei euch los, ey? Da herrscht wohl dicke Luft und niemand macht Anstalten, die Streithähne voneinander zu trennen. In letzter Zeit liegen die Nerven bei allen ziemlich blank. Es gibt immer mehr Streitereien. Was die Pokémon hier so beunruhigt, ist Gerüchten zufolge der Umstand, dass sich aller Orten mysteriöse Dungeons ausbreiten. Ob das wirklich der Grund ist, weiß ich nicht. Jedenfalls sind in letzter Zeit alle Pokémon sehr leicht reitbar. Die Zahl selbstsüchtiger Pokémon scheint ebenfalls drastisch angestiegen zu sein. Auch vorhin hat niemand versucht, den Streit zu schlichten. Man hat den Eindruck, dass Misstrauen und Gleichgültigkeit mittlerweile an der Tagesordnung sind. Wenn sich doch alle nur wieder besser verstehen würden. Schwierige Zeiten, in der Tat.
wenn man nur irgendwas tun könnte, um da wieder rauszukommen. Ach, vergessen wir das einfach. Ihr seid ja schließlich wegen eures Hauses hier, nicht? Ich gehe mal eben den Baumeister suchen. Schaut euch doch in der Zwischenzeit ein wenig im Ort um. Ja, nichts lieber als das. Danke, Morlord. Ah, dieser Morlord, ey, ständig am Gähnen. Hinweis, du kannst in Raststadt und deinem Paradies jederzeit den Spielstand speichern. Wähle hierzu über das X, erreichbaren Menü die entsprechende Option aus. Sichere regelmäßig den Spielstand, um deinen Fortschritt nicht zu verlieren. Okay. Ja, ist okay. Items. Ablegen. Wir haben nur Sinelbeeren. Mitnehmen haben wir irgendwas? Nö, okay. Schatzboxen mitnehmen haben wir auch nicht. Empfohlenes Set. Schade, dass... Ah, cool, man kann hier sogar Sets nehmen. Oh, cool. So, das ist ein bisschen klein hier. Wir haben kein Geld. Okay. Einmal. Wo willst du hin, Doki? Mordor ist doch gerade auf der Suche nach dem Baumeister. Lass uns doch ein wenig hierbleiben. Ja, lass doch... Nein, ich wollte mit Teddy reden. Hallo. Mordor sucht für uns nach dem Baumeister. Solange sollten wir hierbleiben und uns etwas in der Stadt umsehen. Ich wollte doch da oben in der Stadt... Oh, du bist eine blöde Kuh. Hallo, Ramaidon. Ich heiße Ramaidon, der Boxknacker. Habt ihr eine Schatzbox für mich? Ich mach sie für euch auf. Aber jetzt ist gerade schlecht. Mein Laden hat nämlich zu. Bei den letzten Boxen war ich leider etwas zu stürmisch, müsst ihr wissen. Das hat meinen Tresen nicht ausgehalten. Tut mir leid, aber ich renoviere noch. Okay. Hallo. Ja, freue mich über ein Geschenk. Wer will das denn nicht, richtig? Ja, stimmt. Willkommen im Geschenkeladen. Hier fertige ich Geschenke ganz nach dem Geschmack meiner Kunden an. Im Moment habe ich jedoch ein Problem. Ich habe kein Verpackungsmaterial mehr. So kann ich meinen Laden nicht aufmachen. Aber keine Sorge, ich werde sicherlich schon in Kürze eröffnen können. Wenn ich euch also bitten dürfte, euch so lange zu gedulden? Nein. Lul, ich kann die wegschieben? Geh weg. Wegschieben. Mano. Hey, Streitereien wie diese eben hier sind schon fast in deiner Tagesordnung. Warum ich den Streit nicht geschlichtet habe, fragt ihr? Eine komische Frage, weil ich da nicht mit reingezogen werden wollte. Ist doch immer so. Alle tun so, als hätten sie nicht gesehen. Ja, das ist doch blöd. Ich gehe willkommen im Kekleonladen. Kaufen. Dann ich bin da ganz in Ruhe um. Oh Gott. So klein da auf dem Bildschirm. Heilige. Aber gut. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Die zwei Praktibalken sind die Lehrlinge des Baumeisters. Wir sollten sie fragen. Wolltest du nicht zum Baumeister gehen? Dürfen wir kurz stören? Wo ist euer Meister? Hey, Meister? Meinst du den Boss? Der ist im Restaurant dort. Euer Boss ist der Baumeister oder wir möchten ein Haus bauen. Könnt ihr uns zu uns euren Boss bringen? Na klar. Hier lang. Und nach. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen synchronisieren soll, ey. Gut. Viel Glück mit eurer Bitte an den Baumeister. Ich warte hier. Okay, danke. Ich kann so viele verschiedene Stimmen, kann ich nicht, ey. Wo ist euer Boss? Da drüben? Hä? Da liegst du total daneben. Das ist nicht unser Boss. Sieht etwa wie ein Baumeister aus? Das ist Varonis. Ihr gehören die Herberge und das Restaurant. Sie ist die Wirtin. Unser Boss ist da drüben. Das ist Streboli. Streboli! Die Sache ist die. Der Boss ist manchmal etwas grob. Seid also vorsichtig. Streboli! Was wollt ihr? Boss. Die beiden hier. Was? Ist aber dein Auftrag? Er schreit ein bisschen, ne? Wir möchten ein Haus bauen. Wir dachten, dass uns ein Baumeister sicher dabei helfen könnte. Wir haben gehört, dass es hier einen gibt, deswegen sind wir hier. Wir würden dich natürlich auch dafür bezahlen. Wir haben nämlich noch kein Dach über dem Kopf. Bitte, baust du ein Haus für uns? Was sagst du, Boss? 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 Streboli! Ja. Okay. Nehmen wir den Auftrag an!
Wirklich? Ja, wirklich. Ich bin ein Baumeister. Ein Baumeister meinen, was Sie sagen. Danke. Doki, wir haben es geschafft. Es wird unser Haus bauen. Er wird uns ein Haus bauen. Um ein Haus zu bauen, braucht man Geld, nicht wahr? Noch haben wir kein Geld, aber wir werden ab sofort uns ins Zeug legen, welches zu verdienen. Nee, Geld will ich keins. Stattdessen könnte man das für mich besorgen. In der Nähe gibt's einen Ort namens Felsenhöhle. Ich will, dass ihr einige Steine holt, die im tiefsten Inneren der Höhle zu finden sind. Steine? Genau. Aquamarine. Um ein Haus zu bauen, brauche ich Baumaterial. Die Aquamarine kann man gegen Baumaterial eintauschen. Steine findet ihr, wenn ihr bis ins Innerste der Höhle vordringt. lass mal überlegen. 5 kleine Exemplare sollten reichen. Wenn ihr mir die bringt, tausche ich sie gegen Baumaterial ein. Ich hoffe, ich übersteuere nicht, bin nicht zu leise, weil ich ein bisschen mit dem Kopf da weggehe vom Mikro, ein bisschen sehr. Was? Dann kann ich euer Haus bauen. Alles klar, wir müssen dir also nur 5 Aquamarine bringen, richtig? Lass uns gehen, Doki. Alles klar. Danke, Strepoli. Und auch euch, Praktibike. Wie ist es gelaufen? Gut. Er hat den Auftrag bereitwillig angenommen. Er hat gesagt, dass, wenn wir zur Felsenhöhle gehen und dort etwas für ihn besorgen, baut er uns ein Haus. Verstehe. Hast du gute Nachrichten? Zur Felsenhöhle gelangt ihr über die Kreuzung außerhalb der Stadt. Super. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg. Nanu, Praktibike? Was ist los? Wollt ihr uns noch was sagen? Nein, schon gut. Wirklich, es ist nichts. Viel Erfolg. Okay, danke. Wir werden unser Bestes geben. Was wollten die denn jetzt? Von dieser Kreuzung aus kommt ihr zur Felsenhöhle. Aber es gibt ja das, das ihr beachten müsst. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber die Felsenhöhle ist ein sogenannter mysteriöser Dungeon. Mysteriöser Dungeon. Ein mysteriöser Dungeon? Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Ich frage mich, was das ist. In dieser Gegend geschehen oft mysteriöse Dinge. Bei jedem Besuch ändert sich die Beschaffenheit der Gegend. Wenn man zum Beispiel unterirdische Wege entlang geht, kommt man an unerwarteten Orten heraus. Und so einer mysteriösen Gegend warten bestimmt viele Abenteuer auf uns. Deswegen habe ich auch das Grundstück hier gekauft. Das klingt in der Tat spannend. Es ist ein toller Zeitvertreib. Bei Aperture findet man sogar seltene Schätze. Aber es kann auch passieren, dass ihr plötzlich von gewalttätigen gegnerischen Pokémon angegriffen werdet. Das sind sehr gefährliche Orte, deswegen möchte ich, dass ihr vorsichtig seid. Verstehe. Wie es aussieht, wird der Auftrag wohl nicht so einfach zu erledigen sein. Aber es ist ja auch nicht leicht, ein Haus zu bauen. Nun ja, gebt jedenfalls euer Bestes. Sag mal, Morlord, du hast uns ja gerade gesagt, wie gefährlich es wird. Und trotzdem wirkst du so unbekümmert. Findest du das nicht etwas unangebracht? Meine Unbekümmertheit ist angeboren. Dagegen kann ich nichts tun. Außerdem... Außerdem? Habe ich das Gefühl, dass ihr es schaffen werdet. Das ist irgendwie beruhigend. Auch wenn ich dieses Gefühl überhaupt nicht begründen kann. Du bist mir einer. Aber wir wollen ja schließlich ein Haus haben. Also bleibt uns ganz anderes übrig, als es jetzt zu versuchen. Doki, klären wir noch einmal, warum? Wir sollen bis ins Innere der Felsenhöhle gehen und dort 5 Aquamarine holen. Das war alles, oder? Ja. Okay, dann lass uns gehen. Wir werden sie ihm auf jeden Fall bringen und dann werden wir unser Haus bauen. Das war vor 2 Sekunden. Molo, du sollst schlafen gehen. Müssen wir... Nee, nicht runter, hoch. Wohin soll die Reise gehen? Stufenberg, Felsenhöhle. Auf zur Felsenhöhle! Unser erster, neuer, nächster Mystery Dungeon, Leute. Holen wir die Aquamarine. Die Felsenhöhle. Manche Attacken können selbst Gegner treffen, die weiter entfernt sind. Achso. Oh, ja. Nee. Okay. Einfach mal irgendwie hier durchwürsteln. Wir kommen schon irgendwann bei der Treppe. Hier kamen wir erst. Otomorph. Ein Top-Elixier aufgehoben. Ich will das haben. Gimme that Top-Elixier. Gimme that Top-Elixier. Gewissheit.
Kratzer. Was? Oh, war schon besiegt. Danke für das Doppelixier. Das wollte ich haben. Ich weiß nicht, auch noch ein Doppelixier. Weiß nicht genau, wo ich hin soll. So riesig hier. Haben wir hier eigentlich, haben wir in dem Spiel eigentlich auch Hunger? Was ist das denn? Achso, das sind, okay. Stimmt, das sind diese Felder. Okay. Das sind die Felder, die unsere Statuseffekte wieder rückgängig machen. Y. Nein, das war X. Y. Und A. Gewissheit. Oh, das war nur 10 Damage. Ups. Nochmal so eine Felder, okay. Nur ein Weg. Wenn es nur einen Weg gibt, den man lang gehen kann, ich geh mal einen hoch. Warum? Warum? Ja, oh, Teddy, warum gehst du runter? Kratzer. Halt jetzt doch nicht Bezirzer ein, oder? Ist Bezirzer gut? Ich weiß es nicht. Sind hier noch Items? Nee, ich sehe keine auf der Karte oder so. Gehen wir auf die dritte Ebene. Unterebene. Hast du gesehen? Achso, ja. Man, ja. Stimmt, ich könnte ja mal gucken. Nicht. Aha. X. Attacken. Ich könnte hier mal Rutenschlag ausmachen. Bezirzer macht Schaden, also lassen wir das alles an. Rutenschlag brauchen wir nicht. Sowas wie Rauchwolke wäre halt nice. Das würde ich dann auch anlassen. Das würde ich auch drin lassen, so. Aber Rutenschlag oder so, das ist halt nicht so nötig. Aua. Kein Treffer? Hm. Level von Teddy ist auf 8 gestiegen. Nice. Ich kann das nicht schneller skippen, Leute. Ich kann es nicht schneller skippen. Alter, lol. Als ob ich das nicht vorspulen kann, sag ich mal. Au. Au. Ja. Unser Level ist auch gestiegen. Warum kann ich das denn? Och, Mann. Meine Güte. Spinnennetz. Oh, schon besiegt. Hey. Okay, kann sich wieder bewegen. Ah, Treppe, okay. Wie viele Ebenen? Ich schätze, 5 Ebenen hat das hier, ne? Schätzungsweise. Ja, ich würde schätzen, 5 Ebenen hat das hier. So wie die bei Mystery Dungeons ist es ja irgendwie immer so. So die Anfangs Dungeons haben ja immer wenig Ebenen, so 5 ist auch ganz gut. Ist ja auch meistens so drin. Vital Orb und da oben? Oh, ein Pokémon. Wenn ich. Oh! Mann, nee, ich komme mit den Knöpfen noch durcheinander. Irgendwann, Leute. Irgendwann wird das. So dürfen wir jetzt auf der letzten Ebene sein, schätzungsweise. Ja, noch nicht ganz. Oh Gott. So viele Wege. Oh. Ja, ja. Letzte Ebene. Nice. Buh, wir sind jetzt aber schon ziemlich tief ins Innere der Höhle vorgedrungen. Oh, da drüben. Da leuchtet was. Komm schon, Doki. Ui. Keine Frage. Das müssen sie sein. Die Steine, die Schrepoli haben will. Wow, weiter nach unten scheint es auch nicht mehr zu gehen. Das müssen also die richtigen Steine sein. Genau, schnappen wir uns also ein paar dieser Aquamarinen und gehen zurück. Alles klar, ich habe jetzt 5 Stück. Nimm noch mehr. Doki, lass uns schnell in die Stadt zurückgehen, damit ein Stereopoli auch ein Haus bauen kann. Ja. Ich dachte, es kommt jetzt vielleicht noch so ein Kampf oder so. Aber nee. Sehr nice. Geschafft. Mit Bravour gemeistert. Ja, und wir wollen sogar zum Hauptmenü zurückkehren. Ich kann keine Save States machen, Leute. Das ist so mein Problem momentan. Ja, gut, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!